Na, war schon mal kurz hier, wer weiß, ob das hier reicht. Weil ich ja vielleicht da gar nicht warten muss, scheiße. So, na, dass ja safe reichen wird. Naja, lass uns das anlaufen wird. Aber es lag nach nur angeschlossen, schon alles auf einmal. So. Ich hätte auch die Viecher mal von umschonen, den könnte nach und nach anschließen können, hätte es auch gereicht, aber hey. Ich frage mich, was die nächsten Sachen noch kosten, Alter. So. Ein bisschen die Faktoren, da sind die Dinger. Fabrikatoren. Läuft! Juhu! Fabrikatoren. Ja. Ich kann mir den Strom jetzt auch anschauen irgendwo, ne? Warte mal. Wenn du nur so Strom hast. Yep. Jod, ey. Mann. Ich hab wieder was anschauen. Alter, 1050. Mir wird nichts angezeigt. Geil. Hm? Ja. Okay. Das ist einfach nur ein weißes Fenster. Komisch. Geht beim nächsten. Mal gucken. Oh. Aber gut, es geht jetzt zumindest. Was? 1050? Hab ich das richtig gehört? Ja. Wir haben jetzt 1050 Megawattstunden. Ach so. Ja. Ja. Ach so, okay. Alles mal ganz schnell auf MK3 erhöhen hier. Weil eigentlich brauche ich ja nur den Zug. Ja, das schaut doch wieder aus. Bei. Ach komm, ich mach nur die Zug. Alter, ja, so hat voll genug Strom. Strom. Ja. Oder? Mhm. Sieht es ein bisschen knapp aus? Ja, 100% easy, Nico. Kommt bei den 300 Stahl die Minute raus. Allerdings nur 270, weil das Feldbot hat nicht mehr kann. Aber ja. Theoretisch 300. Das war klar. Man trinkt MK4, ey. Ups. Ich nehme an, die MK4-Bänder brauchen übrigens Gummi, schätze ich jetzt mal. Oh lol, ja wahrscheinlich. Stahl ist übrigens zurück ein bisschen, Herr Stahl. Warum war das denn wohl? Komisch. Aber jetzt haben wir das jetzt endlich mal, Alter. Endlich mal genug. Oh, das cool. Stimmt. Auch, die zweite Etage soll jetzt auch mal gleich bald auf 100% laufen. Hoffentlich. Jein. So, ein Fahrzeug. Wie gesagt, also das Problem sind ja... Ist ja das Stahlrohr. Eisenrohr. Stahlrohr war schon richtig. War echt? Ich guck erstmal nach. Ich bin auf dem Rückweg mit einem Taxi, ja. Und einem Schlepper. Die Reinfahrt schaffen oder irgendwo wegrammt. Nico, da steht ein Schlepper. Bewegt sich nicht. Oh. Die gehen hier jetzt voll dagegen düsen wahrscheinlich. Autsch, bleibst du am Band. Ja, ich düse nicht dagegen, sondern nur der Schlepper. Warum steht der? Komme. Hä? Wahrscheinlich dann kein Strom mehr, auf oder? Hinweg hierher. Ja, kein Strom mehr. Da fährt er einfach Co-Loading. Oh. Er hat mich umgefahren. Jawohl. Was? Alter, der hat mich voll weggestoßen. Achso, wir sind schon voll weggefahren. Hat auf jeden Fall keine Kohle mehr dabei, die können wir auch stoppen, Nico. Oder deaktivieren. Ja. Ja. Ich kann die Kohle nicht rausnehmen, weil mein Inventar ist voll. Stimmt, beim Stall vorne liegt auch noch ganz viel Zeug rum zum Einsammeln, wenn du möchtest, ne? Ja, ich dachte, wir müssen despawnen. Soll ich den abbauen? Ja, eigentlich kann ich den abbauen. Ja, bauen, den Fuhrpark fahren, Nico, ja. Warum wir das denn mal brauchen? Abbauen, oder? Wir können auch alles als Erkundungsfahrzeug lassen. Ja, aber dann können wir eigentlich auch placen. Weil ja, schon auf, ja. Steht der hier so rum. Ich kann eh nicht fahren. Von daher, falls es zu viel. Ah, stimmt. So. Na gut. So, was ist eigentlich hier drin Schönes gemacht? Oh ja, okay. Mhm. Hier ist unser wunderbarer Eingang, oder wie? In the base? Yep. Wow, mit drin. Ha! Gut. Ich würde da rechts irgendwo hoch, also hier irgendwie dann, ne, rechts da so, da irgendwo hoch. Das können wir an sich gerne machen, ja. Aber wo genau, I don't know. Da könnte ich eigentlich sowieso mal zuballern. Ne, da würdest du sogar hochgehen, da wo du zu bohrst. Mit dem Weg. Also ich würde nicht hier, da wo der Fieber hochgeht, den Weg hin machen. Ich weiß. Du darfst auf der anderen Seite zu gehen. Das eigentlich gut machen. Ja, aber da ist Fieber mit dem Weg. Was hat man durch die Fließbandbilder drüber? Nee. Aber wir können noch. Ja, und okay. Ich will jetzt aber auch keinen Bock, jetzt einen mega Umweg zu laufen, um die ganze untere Etage um hochzukommen. Also schneller man nach oben kommt, umso besser. Ja, gut, das stimmt. Nervig, ich brauch viel Spaß. Ich will mal kurz in die tote Etage mal gucken, wie das da so läuft.
Ich habe da schon keinen Überblick, überhaupt nicht, was überhaupt fehlt. Also klar, schon Rohr hast du gesagt, aber sprichst halt mal 16. Ja. Das ist auch eine Art. Weil die Junge wieder so viel alleine macht, ey. Ich würde mich wundern, irgendwann gehe ich hier so online über Twitch, denke ich so, hey, warum streamen wir? In der Factory alleine? Ist klar. Weil ich in die Kiste reingucke, haben wir kein Steinrohrproblem. Also überhaupt nicht. Ja, das ist ja nicht das Problem. Weil alle, fast alle drei Kisten sind voll. Oh. Sobald ich das zurückstaut, haben wir auch kein Problem gehabt. Das ist ja eigentlich nur Backup. Und wenn wir dann doch mal eine Etage haben, wenn die Steinrohre brauchen, müssen wir halt dann vorher halt vorbereiten, dass sie mehr produzieren. Oder? Ja, nee, aber der produziert ja kaum Statoren. Das ist ja das Problem. Ja, weil wahrscheinlich, was wir verfehlten. Stahlrohre fehlen nicht. Glaube ich, oder? Weil die fließt doch viel lange, sehe ich gerade. Doch. Wenn ich mich nicht irre, liegt es daran. Ah, das hast ja am meisten lange fließen Stahlrohre. Abstand. Vielleicht geht am das was am wenigsten lang fließen Stahlträger, von denen ich mich gerade gar keinen. Wieso? Nein. Gehen dann keine Stahlträger da entlang? Warte nicht. Hast du die Stahlbetonproduktion wieder angeschmissen? Oh, nee. Oh. Dann hab ich gar nicht gedacht. Ja, dafür haben wir auch noch zu wenig. Aber ich schau mal. Also die wunderbaren Statoren, davon produzieren wir zu wenig, sagst du? So, den wieder an. Es fehlen Eisenstangen, fehlen keine Stahlstangen, eine Stahlrohre. Okay. Ey, warte kurz, warte, Ich bin auch Eisenstangen. Ach, hier. Warte, Rotor, stopp, Rotor, eins zu weit. Ja, Steinrohr anscheinend. Ja, doch, genau. Die brauchen halt einfach so viel. Das reicht ja, den dann fließt. 85%, 42% an Steinrohre. Autsch, okay, ich guck mal, was ich machen kann, okay? Ich zauber ein bisschen. Okay. Also, ich hätte jetzt an sich so gedacht, mehr Stahlrohrproduktion, aber es ist halt auch. So, ja. Guck mal, was wir mit Batterien rausholen können, weil Stahl haben wir so viel Stahl so hart zurück, Alter. Das ist auch eine gute Idee, stimmt. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, ich schon mal sehr viel Uranium produziert. Und wird echt gerade nichts produziert, Nico? Gar nichts? Ja, keine Ahnung. Es gibt irgendein Problem, Nico. Es ist Stahl, schaut sich zurück, war keiner abwartet, weil die keinen Stahl haben. Also, hä? Oh lol. Wie kommen Stahlträger in die Stahlproduktion, Nico? Ach stimmt, das wollte ich noch fixen. Ich weiß nicht. Das kannst du nicht. Schon machen. Komm mal schon hier hoch und tu das Zeug mal leeren. Ich habe leider keine Ahnung, von was deswegen du sprichst. Deswegen stoppt sich alles hier zurück. Deswegen haben wir auch genug. Und deswegen werden auch noch total viele Rohre produziert. Weil halt, ja, Stahlträger nicht produziert werden. Ja, wobei, warte mal kurz. Wobei, aber... Nee, Stahlrohr aus, der wurde gar nichts produziert. Ja. Ja. Cool, Nico, komm mal. Ja, ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Ich weiß auch nicht, wer so dumm sein könnte und versehentlich die Stahlrohre drauf hat. Also, ich wusste davon. Ich hab nur vergessen, es zu beheben. Ich hab ich eigentlich den. Nico? Das Ding ist wieder platziert. Ach, du hast gerade diesen Fließbänder hier, ne? Ja, ja. Ich dachte, warum hast du keine Fließbänder? Was ist denn lecker? Ja, guck mal, wie das hier läuft in der Produktion, wenn mal die ganzen Maschinen auch arbeiten. Man kann hier noch nichts machen. Ja, das, ne? Krass, wenn er drauf eingestellt. Kann ich eigentlich gerade besser machen? Roter staunen sich auf jeden Fall zurück, das ist gut. So, Produktion, lauf an. Los, hopp. Ja, guck mal da. Wunderbar. Und Stahlträger mal auch zu wenige. Okay, guck mal, erstmal hier Stahlrohr, das ist wichtiger. Glaube ich zumindest. Es kommen zu wenig. Warum kommen sich zu wenig Stahlbahn an? Haben wir irgendwo ein MK2-Band, Nico? Dazwischen? Weil sieht irgendwie so aus. Eigentlich nicht. Oder hab ich da
doppelt verkackt und ich habe es nicht angeschlossen. Wenn einfach drauf gesplittet, das ist das Problem. Es geht halt schnell der Wand drüber, Nico. Guck mal. Da liegt die am Band. Band ist voll. Ja, ja, ich. Das heißt, du bräuchte eigentlich ein MK4-Band. Weil ich glaube, wenn ich hier. Das liegt an der Position, so einfach zu wenig Stahl reinkommt. Aber nicht mal, weil es zu wenig Stahl haben soll, weil es zu wenig über das drüber geht. Das könnte natürlich auch sein. Weil ich gerade das anlaufen, also ich schaut hier einfach zurück. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass das anlaufen. Weil wir hatten doch ausgerechnet, 210 brauchen sie gerade einmal. Ja, stimmt. Und 270 kommen ja an. Also eigentlich muss es passen. Inklusive der Stahlrohre, stimmt. Welche betaktet ist, das sieht jetzt aber anders aus, Nico, ne? Ja, kann man denn sehen. Das stimmt. Ja, muss ich mal warten, bis sich alles wieder zurückstaut. Ich baue hier sowieso gerade ein Fließband mit Stahlbarren ab, deswegen. Oh, wie soll ich das testen? Mann. Weil ich kann ja gerade mal gucken. Also. Genau. Hier war ich dran. Passen. So. Die hinteren Stahlrohr-Dinger produzieren jetzt einfach gar nicht, weil es nicht Stahl ankommt. Das ist echt heftig. Hm. Ey, hinter hat einfach noch welche so drin. Ich hab die reingeworfen, weil ich genügend hatte. Ah ja. Kommt wenig Stahlbahn an. Hat sich was geändert? 30 pro. Notcha. Weil die jetzt voll sind. Der ist jetzt voll. Mal kurz abwarten. Der ist jetzt auch voll. Der da läuft gerade voll. Ja, okay, warten wir mal. Also echt nur so knapp funktioniert, das wird ja auch etwas zu geil. Ich wollte nicht runter. Nein. Weil der voll ist, der dauert auch langsam voll, Alter. Kommen die hinteren auch mehr ab? Oh, ja. Aber es wird nicht reichen, die hinteren. Glaube ich. Aber eigentlich muss ich den ausgerechnet. Das Band voll ist, das Band ist einfach zu langsam. So, da ist jetzt jemand vollgelaufen. Noch vier Stück. Komm schon. Der ist jetzt vollgelaufen. Ich brauche den nächsten mehr ab. Der läuft auch schon zu 100%. Achso, hast du in den Hinterhof reingeschmissen, oder? Auf nirgends. Auch in die vordere manchmal was. Oh, die gehört jetzt testen. Oh. Ja, ist doch besser, wenn sie voll laufen. Ja, aber müssen sie doch vor alleine tun. Ja, das nur, wenn die danach wieder lange leer laufen, ich nicht mitbekommen, ist das scheiße. Das stimmt auch wieder. Deswegen war es nicht so schlau, sondern schon von alleine zu voll laufen. Aber halt hält's. Was soll ich das noch was reinwerfen? Alle rausgeben, mal neu. Okay, da läuft es langsam voll. Das wird. Das hat halt Ewigkeiten. Also mit dem ersten Rohrding erst. Aua. Komm schon, lauf voll. Ich muss echt jetzt kurz schaffen. Und ich komm gleich nochmal wieder. Mal was anderes. Der hier macht auf jeden Fall momentan Minus. Oh, der davor hat euch schon nicht vollgelaufen. Oh, wobei vielleicht gerade so, die anderen nicht. Na, schauen wir mal, ob das reicht. Ich bin gespannt. So. Ja, siehst du, machen wir euch das nicht. Wenn jetzt die Stahlrohr produziert, dann laufen sollte. Ich würde sagen, dann gehen wir an die. Also machen wir die Eisenproduktion. Und dann Öl. Erste Etage würde ich erstmal sagen. Können wir machen, das auch auf 100, perfekt. Das habe ich hier alles. So, ne, hier der hier, Schiffe. Das ist bitte wie ab und zu mal ein so ein Eisenrohr hier lang fließt. Ein einziges so. Wow. Und warte, ich sehe einfach, komm, sehe ich so. In einer Minute ist es da. Ach, ja, ein bisschen Mangel. Wie viele Motoren schätzt du eigentlich haben wir? 500. Das ist, glaube ich, eine recht gute Schätzung. Wobei, ich glaube, es sind ein Ticken mehr. Ich guck mal. Also, da nachgeschaut, Rotoren. Ne, hab ich nicht, echt nicht. Nicht gemacht. Weil die Rotoren vollgelaufen sind, ist nur die Statue mangelt, aber die auch ab und zu rausgepullert wird und der nicht schon was produziert, müssen wir haben ja schon einige drin gehabt. Ui. Das könnte sogar mehr sein.
858. Hab ich doch gesagt, oder? Ich hab doch 550, 850 gesagt. Ach, voll gelaufen. What? Geil. Nee, hier noch, komm schon. Wow. Also Rotan haben wir ultra viele. Danke, Rotan ist vollgelaufen, komplett. Alter. Ja, aber also die Container sind schon. Container vielleicht nicht, aber hier vorne, also bei den Motoren schaut es ja komplett aber, zurück. Aber es sind zwei Container alle, voll. Die, ja, weil aktuell 90% der Stadt der Rotoren, die momentan produziert werden, gehen ins Lager. Weil keine künftige Statuen da sind, um die zu verbrauchen. Mhm. Weil Statuen auch gut gelaufen mittlerweile, nachdem jetzt die Produktion einigermaßen anläuft. Weil ja da irgendwie Stahlträger drauf lagen, weil ich auch nicht ready kam. Also der vorvorletzte läuft auch langsam mal voll. Wenn es der schafft, mal gucken, wie viel noch volllaufen. So. Die anderen haben 100, haben schon 100 drin, das liegt ja irgendwie an dir. Mhm. Jetzt, das macht aber Minus momentan. Das könnte gerade so reichen, sollte das eigentlich auch. Aber, oh, lass mich jetzt Eisen machen, weil dann warte ich jetzt erstmal, aber dann sehe ich, komme später nochmal. Dann sehe ich, wenn das Zeug vollgelaufen ist oder nicht. Wenn es vollgelaufen ist, tue ich übertakt und dann mal gucken, ob das hält. Hallo, Fliegefisch. Weil ich mal gerade zumindest ein bisschen drin anmalen möchte, unten bei den LKWs. Boah, kein Problem. Ich kann schon mal die ersten beiden miteinander verknüpfen. Mhm. Welche nutzen wir denn jetzt eigentlich? Welche? Also 120er sind auch geiler als übertakten, ne? Weil da generell mehr rauskommt. Ja, aber übertakten würde ich nicht. Übertakten will ich eh noch nicht. Nee, will ich auch nicht. Aber was? Nur so viel später halt. Ja, also ja, ich bin. Oh fuck, ein falscher. Ich später werden. Ja, wow, steckt schon. Wir brauchen wahrscheinlich eine neue Tasche, die uns hier Eisenplatten herstellt. Ja, aber. Weißt du was? Dann würde ich das. Oder Eisenrohre. Halt. Aber darauf würde ich dann nicht gehen, auf so Zukunftsplanung unbedingt. Deswegen würde ich die auch freilassen und neues Backup. Bei, vor allem, wenn man auch rechtzeitig groß ist, wenn man. Warte, was später noch kommt bei MK7, MK8 und so. Wenn wir da mega viel brauchen, können wir gerade die beiden großen Vorkommen nehmen, anschließend gut ist. Und da wir die Motor die anderen angeschlossen haben, will ich einfach die Kabel miteinander verknüpfen und fertig. Oder eins halt von unten hochholen. Dann zählt er da einen Vorkommen. Was willst du jetzt wie machen? Also ich würde vor unsere Base beiden miteinander verknüpfen, dann hinten die vier miteinander verknüpfen und dann eins von den drei unten holen. Okay. Das würde ich so machen. Dann gönn dir. Dann läuft die Polizei auch wieder mehr drauf und dann läuft hier alles, Nico. Wie geil. Da kommt Öl und wir sind gleich richtig hardcore. Ja, ne? Mm. Ja, es könnte kritisch werden. Wobei, Öl haben wir gute. Wir haben ja im Video die Produktion aus Öl. Das heißt, aus Öl wird ja alles gemacht. Da kommt keine weitere Ressource dazu, sagen wir mal so. Momentan zumindest. Erstmal nicht, nee. Das heißt, das wird man auch hinbekommen. Wenn das auch. Ja. War ja spannend. Ja. Oh, dann nicht. Kannst du einfach den ja anschließen, oder? Weil der erste ist vollgelaufen. Ja, daran, dass da ja momentan nicht eingelagert wird, so, aus irgendwelchen Gründen. Wir verbrauchen halt einfach diesen Nico. Die Eisenplatten werden momentan echt gebraucht, werden nur eingelagert, oder? Ja, aber das liegt daran, dass zu wenig Eisenrohre. Was macht der LKW denn hier? Stimmt, die werden echt genau verbraucht, hast recht. Okay, richtig. So alle genau. In der Theorie. Ja, in der Theorie. Haben wir jetzt schon einfach MK3? Oh, ne. Müssen wir ja machen. Oh, wo? MK3? Beim Eisen. Da brauchen wir eine MK2. Naja, sobald beide Fliegen auf 1 gehen, brauchen wir MK2. Nee. Hä? Reicht. Weiß. Jetzt habe ich schon einen Stahlträger. Ich mach's auch noch auf MK3. Ich dachte, also ab da, wo beide von da fließen. Irgendwie hab ich auch so eine Stahlbahn dabei. Aber es lohnt sich nicht. Das wobei wir mittlerweile echt viel haben. Ja, okay, mach, komm. Weil erst ab da, wo halt dann beide fließen. Ich glaube, wir haben mittlerweile so viel Stahlträger. Oder Tars voll, kann ich nicht bauen. Könnte sich bald zurückstauen sogar. Ja. Aber ja, geht. Da sind echt viele Leute produziert, Nico, mittlerweile. Gut, das. Ja, aber Stahlträger haben wir echt viele. Was schmeiß ich jetzt weg? Komm, Holzprodukte, Mensch, oder? Hier weg. So, ja, nicht. Was schmeiß ich noch weg? Scheiße. Festplatten. Stimmt, die hab ich ja vorher schon gesehen, was die gebracht hat. 5 Blütenblätter, die sind wichtig, Nico. Davon haben wir auch noch welche.
Ja, was ist los? Ich kann den nicht weglegen. So. Okay. Die Nummer 5 war da dran. Aha. Immer eine Dreierwand dazwischen. 1, 2, 3. Ich habe eine Zweierwand dazwischen. Ja. Matze? Ja? Zwischen den LKW-Stationen haben wir bei einem, was wo Stahl und Kohle ankommt, eine Dreierwand dazwischen, damit die nicht aufs andere. Ach so, LKW-Station gebaut. Genau, bei dem anderen 2. Aber an sich würde ich sagen, 2 reichen ja. Ja, 2 reichen. Weil, ich könnte auch kommen, ich bin eh dort, warte mal. Ich bin direkt von der Form Gebäude hier. Warte, fahr 2, ich dachte, der ist los. 3er, wobei 3er halt genau die Bereitschaft grenzen, ne? Also, so weit die Station. Nee, 2. Nee, 3. Weil eine Wand ist die Station und 2 davor ist der Bereich. Oh lol. Den würde ich 3 machen. Und dazu kann das wieder mal durchfahren. Stimmt, ja, dann ist safe. 3. Okay. Na, das auch. Was machst du denn da? Ich dachte, du schießt ab, Alter. Du stehst bei mir, läufst mit dem Durchschnitt in die Wand hier hinten, wo ich stehe. Und ich laufe gerade vorbei und die bekommen die Blöcke wieder gegen geschossen. Da hätten wir halt irgendwo hinbaust. Ich dachte, what the fuck? Schießt hier Raketen auf mich. Einfach oh. So aus. Ja, kann ich hier nicht machen, weil der der LKW wird jetzt gegen die Wand fahren immer. Oh, du hast das nicht so gemacht, ne? Weil genau, weil die Wand halt nicht da war. Was auch scheiße, da fährt der Mannschaft vielleicht sogar durch den ersten durch. Ist in der vorderen LKW-Station, die nicht gebraucht wird, was drin? Kannst du mal nachschauen. Die nicht gebraucht wird, nee. Ja. Die eine, die nicht gebraucht wird, nicht. Hä? Hey, warte mal, jetzt. Oh, müssen wir noch als Treibstoff einstellen, die Kohle. Stimmt ja. Ach, keine Ahnung, mach das schon, Nico. Ich trau dir da. Ja. Nein. Wie ist denn das da hinten eigentlich? Bei diesen Eisen, 4 Eisenförderern, gehen da schon mal 2 auf einen Fließband? Noch nicht bisher. Weil da kommen nur 2 Fließbänder an und da. Hä? Da kommen nur 2 Fließbänder an. Ich geh mal gucken, alles gut. Also kommen einfach die 4 mal einleiten, kommen halt 2 Fließbänder hier rüber. Und da ja da 4 wahrscheinlich auch aufgestellt sind. Nee, nur 2. Ach so. Oh. Wet. Nee. Ach so, deswegen. Hä? Das ist nicht richtig, Nico. Oder? Wobei. Doch. Der eine geht da drauf. Und die andere. Ne, ich mach das so. Das ist ein Miner, das ist der zweite Miner. Ach, jetzt noch runter. Oh shit, Alter. Okay, ich sehe, was du meinst. Okay. Ich hab doch gerade die Wand abgebaut. Warum kann ich die nicht wieder dahin bauen? Ein Erzspiel. Jetzt ist ja auch unten endlich mal alles angemalt. Das bedeutet, ich werde helfen, glaube ich. Oh, wobei, ich könnte auch schon mal die Wände nach oben ziehen. Aber ich glaube, ich mache lieber mal die Wände.
mach das hier weg, dann fliegt das da ran und gut ist. Warte, hier kommt kein Eisen an. Was? Ja, wusste ich doch. Nein, du hast doch die Dinge jetzt abgebaut. Also zum Teil kommt kein Eisen an. Bist du auch nicht ankommen? Motor hat angeschlossen. Was? Ach nee, doch, stimmt, die zwei mittleren habe ich auch gemacht. Ich wollte gerade sagen, nee. Doch, doch, ja, aber komm später wieder. Wie viel haben wir das eigentlich in die Höhe gebaut hier? 1, 2, 3, ach je. 1, 2, 3, 4 und dann kommt Decke. Okay. Soll ich auf MK3 umbauen, aber zum Teil. Einfach nur, weil wir es können. Ha! Schon. Ah, nee.